So, guten Tag vom Caravansalon 2021 in Düsseldorf. Wir stehen hier beim Tabard Rossini 620 DM 2,5. Warum ich mir gerade den Wohnwagen ausgesucht habe zum Filmen, werdet ihr im Laufe dieser Roomtour sehen. Und zwar sieht das so aus, wir gehen jetzt erstmal außen entlang, dann mache ich euch einen Faktencheck und dann gehen wir rein. So, wir gehen außen entlang, gucken uns erstmal das ganze Gefährt von vorne an. Und zwar sehen wir, dass es vorne ein Fenster gibt, es ist Glattblech, oben GFK-Dach, hier unten eine Alco-Anti-Schlingerkupplung, Entschuldigung, und eine formschöne Deichselabdeckung. Wir gehen jetzt mal um den Wagen rum, hier sehen wir schon ein Staufach, das öffnen wir mal, gucken rein und sehen, dass das hier bis zur anderen Seite durchgeht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier ist richtig Platz drunter. Da könnt ihr ordentlich was verstauen. Wir gehen weiter. Wie ich euch schon gesagt habe, Glattblech. An den zwei Fenstern sehen wir schon, dass darin ein Hochbett ist, das heißt ein Familiengrundriss. Und an den zwei Lüftungsgittern sehen wir, die so weit auseinander sind, dass darin wohl wahrscheinlich ein relativ großer Kühlschrank ist. Okay, das haben wir schon mal geschlussfolgert und wir gehen weiter. Hinten hat dieses formschöne Fahrzeug kein Fenster, sieht aber sehr schick aus. Und auf der anderen Seite gibt es keine Staufächer, Stromanschluss, Wasseranschluss, WC, Ausleerungstank. Wir gehen wieder zurück. Gehen zu der schönen Infotafel und machen mal einen Faktencheck. Und zwar haben wir hier eine Gesamtlänge einschließlich Deichsel von 8,31 Meter, eine Nutzlänge von 6,30 Meter, eine Breite von 2,50 Meter bzw. 2,34 Meter innen, eine Höhe innen von 1,96. Dann haben wir eine Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand 1670 Kilogramm, tatsächliche Fahrzeugmasse 1802 Kilogramm, technisch zulässige Gesamtmasse von 2500 Kilogramm, das heißt eine maximale Zulademöglichkeit von stattlichen fast 700 Kilo, 698 Kilogramm, das ist mal heftig. Wir haben 6 Schlafplätze, maximal 7. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen mal, wie der Wagen uns so zusagt. Und zwar haben wir hier links die Tür. Die ist teilbar, was ich sehr löblich finde. Das ist bei vielen Modellen heutzutage leider nicht mehr so. Wir haben ein Fenster in der Tür, was man natürlich abdunkeln kann. Dann haben wir da unten noch einen kleinen Mülleimer, was ich auch sehr gut finde. Und jetzt gehen wir mal rein. Vorsicht, da drin auch noch eine kleine Stufe. Auf der rechten Seite springt uns direkt die Garderobe entgegen. Oben einer kleinen Ablagefläche, ein LED-Streifen, ein Spiegel, zwei Kleiderhaken und hier unten eine Ablage. Und hier unten haben wir nochmal schlanke, nicht tiefe Fächer. Oh, und einen kleinen Schrank, den kann man sicherlich als Schuhschrank benutzen. Das ist sehr schön. Wir gehen weiter rein. Sehen auf der rechten Seite ein schickes Bett, was über die komplette Breite geht. Durch diese Garderobe ein bisschen vom Raum abgetrennt, was ich sehr schön finde. Hinter dem Bett so ein richtig schickes Kunstleder, Velour, keine Ahnung, was das genau ist. Dann haben wir zwei Nachttischlampen. Ich sehe leider keine USB-Stecker, das ist ein bisschen schade. Dann haben wir da oben links zwei Staufächer, eins machen wir mal auf. So, und ich merke schon, Leute, Ohren zuhalten, kein Soft-Close. Okay, dann haben wir hier noch drei Staumöglichkeiten, drei Staufächer, da gucken wir auch mal hinter. Ordentlich.
Wir haben hier, wenn man rumschwenkt, die Möglichkeit, den Fernseher aufzuhängen und über dem Fenster nochmal so ein kleines Ablagefach für, weiß ich nicht, die Sattbox oder was weiß ich auch immer. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen, sehen wir, dass hier auch wieder so ein kleiner Spiegelschrank ist. Können wir mal reingucken. Auch nochmal ordentlich Ablagemöglichkeiten. Und da unten unter dem Nachttisch auch nochmal Ablagemöglichkeiten. Das heißt, hier ist wirklich einiges an Platz. Wir haben hier wieder so eine rausziehbare, ja, ich sag mal Sichtschutz. Ich ziehe es jetzt nicht ganz rum. Da ist aber mehr ein Sichtschutz. Das macht akustisch, bringt das gar nichts, behaupte ich mal. Dann drehen wir uns mal ein Stück zur Seite und sehen eine richtig schön geräumige, große Sitzecke. So ein helles Grau mit so einem dunklen Grau abgesetzt, sehr schick. Einen Tisch, einen großen, der auch sehr schick ist. Ich versuche den mal so ein bisschen einzufangen. Den kann man natürlich nach unten fahren und kann daraus noch ein Bett machen. Dann sehen wir an der Fensterfront diese schönen formvollendeten Gardinen, die gefallen mir richtig gut. Zweifache Beleuchtung. Hier drüber ordentlich Staumöglichkeiten nochmal. Mach mal exemplarisch eins auf. Okay. So, wir gehen weiter. Sehen dahinter ein Waschbecken wieder im Raum drin. Meins ist es nicht, aber das muss jeder für sich entscheiden. Wir haben hier einen Spiegel, wir haben hier Ablagemöglichkeiten links und rechts. Darüber noch mal eine Beleuchtung. Wir haben unter dem Waschbecken ordentlich Platz, was zu verstauen. Hier noch mal so ein kleiner Kleiderhaken, den man ausklappen kann, ganz tricky. Und auch hier noch mal so ein Raumtrenner, wie ich euch das vorne schon gezeigt habe. Links davon die Tür zum Badezimmer. Wie das so ist, wenn das Waschbecken draußen ist, sind die relativ einfach gehalten. Wir haben da oben zwei Ablagefächer. Wir haben eine Tedford-Toilette. Wir haben eine Duschtasse. Ob man jetzt da drin duschen möchte, das kann man sicherlich mit Aufpreis bestellen, muss jeder selber wissen. Dann haben wir hier so eine kleine Stange, wo man was dranhängen kann zum Trocknen. Wir haben ein Fenster, das finde ich immer sehr schön im Bad, wo man lüften kann. Und wir haben auch hier oben wieder vier solche Kleiderhaken, wo man dann seine Handtücher, was weiß ich, hinhängen kann. Gut, wir schwenken ein bisschen nach links rüber. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit ihr das seht. Da haben wir einen breiten Kleiderschrank. Übrigens haben wir hier eine Kombiheizung drin. Das heißt, ihr seht hier keinen Heizkörper im Wohnwagen, aber ihr habt hier überall diese Ausströmöffnungen von der warmen Luft. Das ist sehr angenehm, wenn die Heizung hier nicht mehr so sichtbar ist. Wir haben hier einen wirklich breiten, außergewöhnlich breiten Kleiderschrank mit Stange. Wir haben da drunter, oh, sehr schön, eine richtig tiefe Schublade. Das ist auch eher selten. Finde ich auch sehr gut. Vielleicht für Kinderspielsachen oder sowas. Alles Softclose. Dann haben wir hier das Kinderhochbett mit richtig geilen Kindergardinen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, Leute. Richtig süß gemacht. Hier unten das zweite Bett. Beide Betten hier mit Vorhang vorziehbar. Finde ich auch sehr schön. Und da drüber noch mal ein kleines Häki mit Messelicht. Wir gehen weiter nach links. Sehen hier einen hohen Schrank. Gucken da rein. Und sehen, dass wir hier wieder ordentlich Staumöglichkeiten haben. Ich sag mal für Kinderwäsche oder sowas, was sich das hier anbietet. Und jetzt kommen wir schon zum Küchenbereich. Den gehen wir jetzt mal durch. Aber da fange ich wie immer oben an. Und zwar haben wir hier oben zwei große Stauklappen. Für Geschirr, was weiß ich, was man alles... Uppala, kein Softclose, wie man gehört hat. Wir haben eine Truma Einnetbox. Auch nicht schlecht, Bluetooth. Dann haben wir ein Fenster. Ein Truma Bedienpanel für die Heizung. Wir haben ein tiefes Waschbecken, das finde ich wieder sehr gut. Da gibt es kein Gematsche. Dann ist hier wieder, wie bis jetzt in jedem Wohnwagen, diese Kochmöglichkeit mit drei Platten und diesem gusseisernen
Rahmen, das finde ich sehr, sehr wertig und sehr, sehr schön. Eine richtig schicke, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich versuch's mal. Arbeitsfläche, das sieht auch richtig schick aus. Und darunter drei richtig breite Schubladen. Gasabsperrhähne, Besteckablagen, nochmal Platz für anderes Zubehör, Suppenkelle, was weiß ich. Dann haben wir hier drunten nochmal so eine zweigeteilte große Schublade, Softclose. Und darunter nochmal so ein Fach. Rechts daneben, ich denke, ich weiß, was jetzt kommt. Sehr schön. Ein Apothekerschrank. Das finde ich auch immer sehr schön für Gewürze, was weiß ich, Flocken, was weiß ich, was man alles drin lagern kann. Und rechts daneben der große Kühlschrank, als Slim Tower ausgeführt. Mit schönem großen Eisfach. Ach, warum kriegt ihr nie auf? Ah, da. Dann richtig viel Platz für eure verderblichen Lebensmittel. Machen wir wieder zu. Oben nochmal ein ordentliches Staufach. Und unten drunter die Box fürs Hundefutter. So, was ich jetzt hier auch noch über dem Kühlschrank haben, ist eine richtig schöne Klimaanlage von Dometic. Das heißt, wenn ihr in wärmere Länder fährt, wirklich ratsam, weil sich diese Wohndosen, sage ich mal, aufheizen wie so Sardinenbüchsen. Und da ist das echt angenehm. Ja, was kann man noch weiter sagen? Wir können euch noch sagen, dass dieser schöne Wohnwagen ein super Raumgefühl vermittelt. Ich weiß nicht, ob ihr das so einschätzen könnt. Es ist wirklich alles schön offen, geräumig, clean, modern. Etwas dunkleres Holz mit weißen Schranktüren abgesetzt, also richtig schick gemacht. Und indem ich euch jetzt hier noch mal so ein bisschen hin und her schwenke, damit ihr noch mal alles sehen könnt, sage ich euch, wir würden uns freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, einen Daumen nach oben und vielleicht einen netten Kommentar. Denn all das kostet nichts und hilft uns weiter, unseren Kanal weiterzuentwickeln. Ich wünsche euch weiterhin noch viel Spaß bei unseren Roomtouren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.